Hallo, mein Name ist Alexandra Höfer vom Lieferservice Die Blumenwerkstatt. Wundert euch bitte nicht, ich habe wieder das tollste Wetter heute mir rausgesucht. Es regnet in Strömen, ich stehe zwar unterm Schirm, aber leider hat der Regen so fest auf den Schirm geprasselt, ich musste das Video leider jetzt nochmal neu besprechen. Mir war es aber einfach zu schade, dass ich es nicht verwende, weil ich dachte, ich habe es ja schon gepflanzt und alles war gemacht. Deswegen wird es jetzt nochmal neu gesprochen, also schaut nicht auf die Mundbewegungen, weil die einfach mit der Stimme nicht übereinstimmen. Wenn ihr Lust habt, abonniert gerne den kostenlosen Kanal, drückt gleich nur die Glocke, dann seid ihr immer wieder informiert, wenn ein neues Video online geht. Fangen wir an. Ich möchte mit euch gern einen herbstlichen Kasten bepflanzen. Ich habe vom Sommer den Kasten noch verwendet und zwar ist der Weihrauch noch so schön, dass ich den eigentlich wieder verwenden möchte. Der Weihrauch, muss ich ehrlich sagen, ist wirklich ein ganz zähe Pflanze, die hält es wirklich super gut aus. Die Chrysanthemen setze ich jetzt dazu. Ich habe jetzt einfach mal Chrysanthemen in Gelb und in Rot genommen. Ich möchte 3 Chrysanthemen dazwischen pflanzen, dass es einfach ein bisschen farbiger wieder wird und möchte mit Radeko nachher noch arbeiten. Aber nochmal zurück zum Weihrauch, also der hält wirklich ein paar Minusgrade auch aus. Ich hatte teilweise den Weihrauch auch letztes Jahr im Dezember, wo es der Schnee schon gelegen ist, auch immer noch draußen. Die Chrysantheme lasse ich im Topf. Ich weiß, man sagt immer, die sind besser, man topft sie aus, tut nochmal frische Erde dazu, dass sie sich einfach gut verwurzeln können und gut ausbreiten können. Aber ganz ehrlich, die sind so eine kurze Zeit in dieser Bepflanzung, weil wenn es wirklich dann kalt wird, kann die Chrysantheme wirklich was abkriegen und dann sind sie kaputt. Also von dem her lassen wir sie wirklich im Töpfle. Ich stelle die jetzt bloß nochmal um, wenn mir die jetzt auf der anderen Seite besser gefällt, die ein bisschen mehr so ins Rostige. Was ich dazu nehme, ist ein gefärbtes Schleierkraut. Das binde ich mir als Büschel auf den Stiel oder auf den Stecken und das stecke ich einfach nur dazwischen. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, was gesprüht ist oder was mit dem Farbspray angesprüht ist, aber ich finde es da jetzt einfach eine super Sache. Man kann natürlich auch alle möglichen anderen Materialien nehmen. Ich wollte jetzt einfach nur, dass man ein bisschen eine Höhe in den Kasten kriegt, weil alles andere ja doch relativ flach ist. Deswegen kommt das Schleierkraut zum Einsatz. Ihr könnt es auch in Blumenladen oder in Gärtnerei gehen. Schaut, was die haben. Es gibt auch Hagebutten, wo ihr sammeln könnt draußen. Also da schaut ihr einfach, was ihr kriegt. Im Blumenladen sagt ihr bitte einfach dazu, dass es für draußen ist und dass es einfach eintrocknet. Also es gibt Eukalyptus Nova eintrocknet, es gibt Schleierkraut, es gibt Limonium. Es gibt wirklich verschiedene Materialien, wo euch gut eintrocknen, wo man jetzt einfach auch gut verwenden kann. Eben alternativ zu diesem Schleierkraut. Nochmal zum Zurückzukommen. Ich zeige euch jetzt, wie es funktioniert. Also ihr braucht einfach einen Stecker, den könnt ihr euch draußen sammeln. Muss nichts Besonderes sein, sollte einfach gerade sein, dass ihr es gut reinstecken könnt. Ihr könnt zur Not einen Schaschlikspieß nehmen, wenn ihr nichts Dickeres an Stecken findet. Dann eben dieses gesprühte Schleierkraut, das kann man natürlich auch in alle möglichen Farben verwenden oder sprühen und ein bisschen Moos braucht so, um dass man den Übergang zwischen dem Stecken und dem Schleierkrautbüschel gut abdecken kann. Moos, ihr wisst es, bitte nur eine Handvoll nehmen und nicht vom Baum wegmachen, das findet kein Förster toll und der Baum braucht es eigentlich auch, also das ist einfach wichtig. Vom Schleierkraut, da schneidet ihr einfach ein Stückchen oder von einem anderen Material, ist ja egal was es ist, dann ihr schneidet euch einfach nur größere Stücke, also die müssen nicht zu klein sein und die macht ihr einfach bloß in einem Bündel, so ein richtiger Büschel, je nachdem wie dick ihr es haben möchtet, um den Stecken rum, dann nehmt ihr einen Wickeldraht, ich nehme jetzt hier den Wickeldraht auf der Spule, auf der Holzspule oder auf dem Holzstecken, weil der einfach ein bisschen fester ist, dann kann man es einfach auch gut drehen. Verzwirbelt einfach das Ende gut, steckt das Ende gleich wieder rein, dass ihr euch da nicht verletzen könnt. Und dann könnt ihr genauso binden wie mit einem Kranz oder wie andere Sachen, wo man drauf wickelt. Ihr könnt es auch verschiedene Formen machen. Ich habe jetzt eher so ein bisschen Tütenform, wo es oben ein bisschen mehr ist, nach unten wird es ein bisschen weniger. Ihr könnt es natürlich auch nur ganz geraden Stecken umwickeln, das geht genauso oder jede andere Form. Das, was euch gefällt, das macht so. Und das wird dann schon passend sein. Es ist eigentlich nur dazu da, dass einfach ein bisschen Höhe, so wie ich es vorher schon gesagt habe, in dem Kasten reinkommt. Weil sonst ist doch alles relativ flach. Also wie gesagt, ihr könnt es natürlich draußen sammeln, wenn ihr jetzt tolle Beeren findet, sowas, die könnt ihr teilweise vielleicht auch so reinstecken. Wenn ihr sagt, ihr wollt es trotzdem auf den Stecken machen, bindet es einfach drauf.
Ich habe jetzt einfach drei verschiedene gemacht, weil ich auch drei Chrysanthemen habe, weil ich gedacht habe, das ist einfach von der Anordnung dann ein bisschen toller. Ihr könnt natürlich so viele reinstecken, wie ihr möchtet, von diesen aufgewickelten Schleierkrautdecken. Kommt natürlich auch manchmal drauf an, oder kommt eigentlich auch drauf an, wie groß euer Kasten ist, dass es zu überladen ist, aber da gibt es keine Richtlinie, das macht es so, wie es euch gefällt. Wenn ihr mit dem Büschel, mit dem Schleierkraut fertig seid, dann wickelt ihr einfach nur ein bisschen Moos drumherum, dann sieht man nämlich diese Enden vom Schleierkraut nicht, die sind dann versteckt. Und mit dem Draht wickelt ihr einfach über euer Moos wieder drüber. Dann ist das auch fixiert, sieht toll aus und es hält sich auch gut. Und das Moos bleibt genauso grün. Man kann es ab und zu ein bisschen ansprühen, wenn ihr wollt, dass es einfach noch ein bisschen grüner bleibt. Aber wir haben mittlerweile so eine hohe Luftfeuchtigkeit oder auch feuchte Luft, auch in der Nacht, dass sich das Moos wirklich gut hält. Das ist im Sommer was anderes, wenn dann Sonne scheint und es auch warm ist. Dann könnt ihr es wirklich reinstecken, wie ihr es wollt. Ihr müsst bloß ein bisschen aufpassen. Ich habe wirklich jetzt nicht viel Erde in diesem Kasten noch drin, weil ich eben nichts aufgefüllt habe. Weil es eben wirklich, weil ich sage, es ist eigentlich schade, jetzt dann nochmal was aufzufüllen. Das mache ich dann lieber, wenn ich ihn dann wieder winterlich bepflanze. Aber jetzt so für den Übergang reicht mir es wirklich so. Was ich jetzt noch mache, ist noch einen Buchs schneiden. Und den möchte ich einfach noch ein bisschen dazwischen stecken, weil mir doch ein bisschen was Grünes fehlt. Den hole ich jetzt geschwind. Der Buchs ist schon wieder da. Und dann stecke ich den, ohne dass ihr ihn wirklich irgendwie anschneiden müsst. Also wenn ihr ihn frisch geschnitten habt vom Busch, oder dann könnt ihr ihn eh so gleich wieder verwenden. Sonst schneidet ihr ihn einfach unten nochmal gerade ab. Das reicht aus. Der kriegt dann einfach Feuchtigkeit von der Erde auf. Und dann habe ich einfach noch ein bisschen was Grünes dran, weil der Weihrauch hat jetzt doch einfach dieses weißgraue Blattwerk und ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen satteres Grün haben, weil das finde ich jetzt einfach nur schöner dazwischen. Auch muss ich sagen, habe ich den Buchs hergenommen, um meine Töpfe zu verdecken. Also man sieht sie teilweise doch ein kleines bisschen. Man kann es natürlich mit Moos umwickeln, ist genauso. War mir jetzt einfach auch ein bisschen zu aufwendig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, mit dem Buchs schaffe ich das ganz gut, hat auch wirklich super funktioniert. Also vorne einfach ein bisschen kürzere Stücke an den Topf hin, dann sieht man das nämlich hinten, habe ich ein bisschen höhere Buchszweige verwendet, dass wir einfach nochmal ein bisschen andere Höhe haben oder andere farbige Höhe als meine gelben Schleierkrautstäbe. Aber das kann man wirklich variieren, wie ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel auch einen Efeu, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt einen Efeu zum Beispiel statt diesem Weihrauch drin, auch im Sommer über, dann könnt ihr den natürlich auch gut verwenden und den lasst ihr drin. Der ist natürlich winterhart, wie gesagt. Der Weihrauch ist wirklich unter Umständen wirklich sehr robust und hält auch wirklich was aus, aber ist eben nicht winterhart. Also das muss einem einfach bewusst sein. Deswegen die Chrysantheme jetzt einfach auch nur eine gewisse Zeit, dass es einfach dann der Übergang eigentlich ist. So, fertig ist der Kasten, sieht gleich anders aus und macht einfach auch was her, durch das einfach ein bisschen die Höhe und einfach ein bisschen diese farbige Chrysantheme. Das ist einfach so schnell eine Lösung gefunden, um einen Kasten kurzfristig aufzupeppen, muss ich ganz ehrlich sagen dann. Ich habe euch nochmal einen Kasten vorbereitet und zwar habe ich den vom Sommer noch. Das sind jetzt, da habe ich jetzt Lampionblumen mit eingearbeitet und zwar ist in dem Kasten nur das Alysum. Das ist auch nur so toll gewesen, da habe ich gedacht, das verwende ich einfach nochmal. Tagetes sind wüst gewesen, die habe ich rausgerissen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich keine Erde mehr aufgefüllt, also da ist teilweise nur ein bisschen weniger Erde drin als in diesem Chrysanthemen-Weihrauchkasten. Habe dann nur Efeu abgeschnitten. Also man sieht, ich habe wirklich nur Efeu-Zweige genommen, die wirklich abgeschnitten. Habe die dann wirklich nur in die Erde, da sieht man es jetzt auch wieder, also nur lose Zweige, keine Pflanze. Habe die nur in die Erde reingesteckt. Wenn wir Glück haben, wachsen sie an und man hat dann wirklich einen Efeu in diesem Kasten auch drin. Aber wie gesagt, für den Winter geht das wunderbar und die habe ich einfach von zweierlei Seiten so dagegen gesteckt. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, wie ihr ihn reinsteckt. Es ist einfach ein bisschen üppig. Was ich dann noch mit rein habe, ist nur eine Rinde zum Abdecken unten, dass dann einfach da auch kein Dings entsteht. Ich habe noch ein bisschen schwarz gesprühtes Schleierkraut mit rein gesteckt. Ist auch jeder Mann Sache, muss auch jeder machen. Wieder toll sind diese Physalisstäbe. Ich habe vom Schilf einen Stab genommen oder halt das Gehölz genommen.
Ihr könnt jeden anderen Stecken nehmen, wo ihr auch findet, oder wirklich auch wieder einen Schachtelspieß, falls ihr wirklich nichts an dickere Äste oder Stecken findet. Habt nur die Lampionblumen einzeln aufgefädelt auf einer Schnur mit Gold-Silberdraht, Kupferdraht, also auf den auf der Kunststoffspule, ist egal welche Farbe ihr nehmt, und habt den einfach bloß drum rumfrickelt um mein Stecken oder um meinen Stab. Gott, wirklich ganz, ganz einfach, hat einfach eine tolle Wirkung. Lampions, wenn ihr sie selber habt, sind super, sonst geht sie zum Floristen oder in Gärtnerei, die haben sie, vielleicht hat sie auch eine Nachbarin, dann ist das natürlich nochmal eine tolle Sache. Und dann steckt sie die einfach nur in euren Kasten mit dazu. Also das ist wirklich relativ schnell gemacht und hat einfach auch eine Wirkung. Und wie gesagt, das ist auch wieder so eine kurze Übergangslösung von dem her. Ja, ruckzuck ist passiert und fertig ist es. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ihr dürft gerne die Glocke drücken, wenn ihr Lust habt dazu. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt mehr Videos sehen. Sonst viel Spaß beim Nachmachen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.